Naja, aber ist nur minimal. Also es läuft einigermaßen flüssig. Theoretisch könnte man das Ganze noch viel sicherer machen, indem man die Laufbänder wesentlich größer und länger macht. Oder einfach eine riesige Schlange an Laufband. Also nicht hier gleich um die Ecke, sondern es macht erstmal hoch, dann geht es wieder runter, geht es wieder hoch, geht es wieder runter, geht es wieder hoch, geht es wieder runter und führt dann erst da unten weiter. So hat man halt ein sehr, sehr langes Laufband, wo sehr, sehr viele Produkte sich ablagern können. Das heißt, es kommt nicht so schnell zu Staus. Aber da das Ganze hier noch tierisch übersichtlich ist, machen wir uns da keinen Kopf. Bomben weg. Was wir brauchen, ist noch mehr Science Packs. Und zwischendurch können wir ruhig mal Steuerung auf die Dinger hier machen. 500 Kabel. Sehr schön. Stell mal ein paar davon her für später. So, Kohle hat sich hier auch gelegt. Was ich allerdings sehe, weswegen ich die Warteschlange schon wieder abbrechen muss, ist, dass wir das Ganze mal so einstellen könnten, dass beide Seiten des Laufbands benutzt werden. Dafür nehmen wir, wie gesagt, nicht unterirdisch. Den Splitter hätte ich gerne. So. Dass hier gesplittet wird. Und du fährst da gleich wieder rauf. Und ihr steht im Weg. So. Jetzt werden beide Seiten schon gleich befüllt. Ist nicht so wichtig hier an der Stelle, aber pf, was soll's. Und du bist voll. Okay, Eisenkiste. Können wir dich instant ersetzen? Nee, aber wir haben jetzt 800 Steine im Inventar. Sehr schön. Nimm mal die Stone Furnaces hier. Nehmen mal einen normalen Inserter. Ja, du brauchst Kohle. Auch zu nah dran. Tu da raus. Tu da rein. Hol da raus. Große Kiste. Tu da rein. So. Jetzt werden nach und nach Ziegel hergestellt. Und hier hätte ich ebenfalls ganz gerne dieses Knickding, damit nicht so viel verloren geht. Das ist ein komisches Gefühl. Also, man hat eigentlich zu viel davon, aber will trotzdem nichts davon verlieren. Das ist, ja, der Zwerg in mir. So, und hier werden jetzt Stone Bricks hergestellt. Ich würde gerne die mal alle loswerden, also Steuerung Linksklick. So. Du arbeitest schön fleißig, bis hier alles voller Stone Bricks ist. Dann könnten wir nämlich auch mal anfangen, eine leichte Verteidigungsanlage zu bauen. Also einfach nur hier zwischen den Gewässern Mauern ziehen. Oder vielleicht außenrum, muss ich nochmal gucken. So, Licht, da Licht, da Licht. Oh, falsch. So, Forschung klappt ganz gut. Nächstes gleich fertig. Man merkt, es sind viel, viel, viel zu wenig rote Science Packs. Deswegen bereite ich schon mal den nächsten Block vor. Oder ich erweitere den hier einfach. Das ist auch eine gute Idee. Mach den hier einfach nochmal. Wie viele haben wir davon noch? So, ich verdoppel den einfach mal. Und guck, ob sich das dann einigermaßen aufgeht. Weg, 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 weg. So, die 24 werden nicht reichen. Wir brauchen mehr Förderbänder. Da hoch, darum, darum, ah, Baum. Ich freue mich schon, wenn wir später den Flammenwerfer erforschen können. Macht das Ganze ein Ticken einfacher, denke ich mal. So, das heißt, die Arme müssen alle umgebaut werden. Das kommt alles weg. Weg, 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 weg. Wir brauchen einen Arm hier, der die Eisenplatten reinholt, einen da, der die Zahnräder rausholt. Wir brauchen hier einen, der die Kupferplatten reinholt, einen hier, der die Drähte rausholt. Arbeitet, 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 alles gut. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier Platz für noch 8 Fabriken. Das ist sehr schön. Zumal wir jetzt theoretisch auch gleich die besseren Fabriken schon bauen können, sobald die Forschung durch ist, was sie gleich ist. Aber die brauchen wir nicht so wirklich. Die produzieren zwar schneller, aber wir brauchen nicht unbedingt schneller momentan.
Ja, ich guck gerade mal. Ach komm, wenn schon, denn schon. Ich baue jetzt schon mal ein paar von den Fabriken. Weil um die Stufe 2 Fabriken zu bauen, braucht man Stufe 1 Fabriken. Sinnigerweise. Forschung ist durch. Gleich. Du kriegst noch ein Science Pack. Automation 2. Hat nur die Maschine freigeschaltet und Stufe 3 von Automation. Was hätten wir gerne als nächstes? Eine intelligente Truhe und intelligente Verkabelung. Advanced Circus Processing Units, da brauchen wir schon Schwefelsäure für. Schwefelsäure ist ein wenig komplizierter. Bisher haben wir nur mit Feststoffen gearbeitet. Also Eisen, Kupfer, Kohle, Stein. Es gibt aber auch flüssige Stoffe. Und zwar primär Erdöl. Und aus Erdöl kann man dann Schweröl gewinnen und Schwefel und daraus dann Plastiken herstellen. Und das ist dann nochmal eine sehr interessante, abgefahrene Ecke. Aber da sind wir noch gar nicht. Wenn wir das jetzt erforschen würden, hätten wir das Problem, wir könnten zwar theoretisch eine Processing Unit herstellen, aber wir haben noch gar keine Schwefelsäure. Die Schwefelsäure kriegen wir erst, wenn wir mit der Erdölgeschichte und Flüssigkeitsverteilung, dem hier, angefangen haben. Das heißt, wir gehen lieber erstmal... Stahl hört sich gut an und braucht auch fast gar nichts. Erstmal auf Stahl. Und ich hätte gerne ganz viele von den neuen Fabriken. Denn dann ersetzen wir die hier auch gleich durch neue Fabriken. 4 da rein. 4 da rein. Kupferplatten kommen dran vorbei ein paar. Ja. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht nicht doch einfach alles hier sofort reinpumpen. Aber ich wollte eigentlich so richtig kleine, kompakte Compartments haben, die nur für eine Sache zuständig sind. Das artet schon wieder in so eine Verknüpfung aus. Aber na gut. Du, weg. Du hin. Du bist für Zahnräder. Du müsstest eigentlich jetzt genauso weitermachen wie vorher. Sehr komisch. Wo ist der Arm? Hier ist der Arm. Du rein, du raus. Arbeite jetzt nur schneller. Was ein Problem ist, weil das Ding gar nicht hinterherkommt. Na gut. Radikalaktion. Wieder alles umbauen. Du dahin, dahin. Eisenplatte kommt mit. Dahin. So. Und wir haben kein Eisen mehr. Gut, ich werde das jetzt derart gestalten. Das ist doof. Ich will jetzt versuchen, das da anzubinden. Ich zieh das mal nach oben. Du läufst dann hier rum. Du läufst da drüber. Wir können es aber nicht einfach von unten rauflaufen lassen. Dann würde es nämlich das hier unten alles verstopfen. Das heißt, wir müssen irgendwie von innen da rankommen. An das Fließband. Das ist jetzt unpraktisch. Müssten wir einfach den Pfosten da wegmachen, das geht aber nicht. Nee. Teste mal ganz kurz. Was wird sowas von in die Hose gehen? So, hier fängt's an. Das Ding hat eine Schraube produziert, hat aber fast keinen Platz, um es reinzulegen. Ah doch, außer das andere Ding nimmt gerade eins raus. Und das nächste Problem, das Kupfer drängelt sich gerade vor. Nee, so wird das schon mal nix. Weg, 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 weg. Wir müssen es unbedingt über die Kisten handeln. Und ich muss hier ein bisschen was von Hand wegräumen, sonst ist das ganze System verstopft. Also wir befüttern einfach Kisten. Ruhig mit dem Fast-Inserter. So, so. Die kriegen auch Strom, bitteschön. Und ihr kriegt hier
Technik. Alles wegräumen, alles wegräumen. Da, da, da. So, dass die schnellen Dinger sammeln jetzt mehr ein, als die langsamen Dinger da wegbringen können. Es hat den Sinn, dass ich den Überschuss hier jederzeit rausnehmen kann, wenn ich selber was produzieren möchte. Das heißt, es müsste jetzt genauso funktionieren wie zu dem Zeitpunkt, wo ich hier keinen Anschluss hatte, aber es ist durchgehend Material in den Kisten drin. Ja, sehr gut. Hol hier unten, ist okay, ist okay. Ich muss jetzt nur noch einstellen, dass das ganze Zeug auch verbraucht wird. Also, wie war das? Es muss erst das Drahtzeug hergestellt werden. Wir brauchen mal wieder Arme. Da. Du musst raus, du tust rein. So, dann kommt hier jetzt ein Forschungspaket. Rein, raus. Du nimmst jetzt Kupfer... Kupferplatten, die nicht übrig bleiben. Also ich glaube, ich habe jetzt gerade genau das gleiche hergestellt, wie ich es am Anfang auch hatte. Dass alle Kupferplatten dann weggegriffen werden und zu Draht verarbeitet werden. Gucken wir mal. Ja, kommt keine Kupferplatte durch. Das war ein Fauxpas meinerseits. Wir machen also aus dir... Hör auf. Weg, weg. Wir machen aus dir noch ein... Oh, wir können Circuits herstellen. Aus überschüssigen Kupferkabeln. Mach mal so. Gucken wir, was passiert. Du nimmst rein, du nimmst raus. Und du holst keine Kupferkabel mehr. Weil wir verbrauchen die Kupferkabel jetzt. Okay. Kupferplatten kommen hier oben hin. Dann hätten wir hier jetzt ganz gerne Science Packs. Bleibt irgendeine Schraube üben. Oh, oh. Forschung fertig. MG-Türme. Das klingt sehr gut. Mach mal das. Rote Science Packs brauchten die Wheels. Kommt noch eins von an? Ja. Also du holst rein, du holst raus. Gucken wir mal, ob irgendwas überbleibt. Ganz viele Kupferplatten, weil wir noch kein Draht gemacht haben. Du stellst jetzt bitte Draht her. Dafür brauchst du noch mehr Arme. Arm rein, Arm raus. Okay. Also alles Überschüssige an Kupfer, was nicht für Science Packs benötigt wird, wird hier unten zu Draht umgewandelt. Der Kupferdraht wird dann hier genommen, um Circuit Boards herzustellen. Und du holst bitte auch Circuit Boards raus. Die ich dann regelmäßig auch hier abgreifen muss. Fürs Erste. So, das beobachten wir jetzt eine Weile. Und gucken, ob noch mehr Kupferplatten übrig sind am Ende. Was stark danach aussieht. Dann stellen wir hier nochmal Draht her. Weil einmal Draht müsste eigentlich durchgehend verbraucht werden von dem Arm hier. Was zur Hölle? Das ist der Nachteil, wenn man Sachen automatisiert. Also die Forschungsgeschichte jetzt zum Beispiel. Ich merke gar nicht, wenn irgendwas erforscht wird. Das ist plötzlich einfach fertig. Gut, ich will nicht meckern. Ist alles gut. Ich hätte gerne Kugelschadenerhöhung. 50 rote Packs. Es gibt nämlich nicht mehr so viel, was nur noch von roten Packs erforscht wird. Da haben wir bald ein Problem. Aber alles zu seiner Zeit. Genau, also dieser Arm hier schnappt sich alles an Draht, was er finden kann. Nur ganz wenig Draht ist über, in Anführungszeichen. Ne, ich erzähle Schwachsinn, es ist viel Draht über. Das heißt, wir könnten hier oben noch eine Maschine machen, die Circuits herstellt. Bauen wir ein paar davon. Wir haben viel zu tun. Oder wir könnten es auch hier machen. Du mach mal auch Circuit Boards. Ein Arm rein, ein Arm raus. Gucken. Und ich sehe immer noch viel zu viele Kupferplatten innen, also hätten wir hier gerne nochmal Draht. Ein Arm rein, ein Arm raus.
Was brauchen wir eigentlich für die grünen Science-Packs? Wir brauchen Transport, Bells und Inserter. Das ist schon etwas komplizierter. Das heißt, wir brauchen erstmal die Dinger hier. Die brauchen Eisenplatten und Eisenwheels. Also sehr viel Eisen. Und wie ihr hier schon sehen könnt, im Inneren ist nichts frei. Nicht so schön. Das heißt, ich denke, ich werde hier irgendwo nochmal so einen Pack machen, aber nicht für rote Science Packs, sondern für grüne. Und ich denke mal, hier ist eine gute Ecke. Dann kommen von links die roten, von rechts die grünen, alles ist gut. Und Metall staut sich trotzdem noch. Sehr schön. Nur Kupfer nicht. Kupfer müssen wir uns gleich was überlegen. Ich denke, wir werden noch ein, zwei Drills brauchen. Denn wenn wir jetzt nochmal so ein riesen Ding hier aufziehen, das ebenfalls Kupfer braucht, dann wird sich gar nichts mehr stauen. Dann haben wir einen Mangel. Und Mangel geht schon mal gar nicht. Also, Plan für nächste Folge. Wir holzen ganz viele Bäume. Bauen ganz viele Fließbänder. Die kann ich jetzt schon mal in Auftrag geben. Ja, ganz viele Fließbänder. Und machen dann hier ähnlich groß. Also insgesamt 8 von den Masten werden umschlungen von Transportbändern. Und da drin kommen halt die ganzen Maschinen. Die werden jetzt noch nicht komplett ausgereizt. Aber später halt. Das ist falsch gebaut gewesen. So. Das heißt, der Komplex ist nur für Rot, der Komplex ist nur für Grün. Und dann dürfte Forschung erstmal kein Problem sein. Da als nächstes sollten wir vielleicht Munitionsproduktion uns genauer angucken. Energie. Energie sieht nicht so schön aus. Oh, die Temperatur ist nur bei 80. Okay, bevor wir Pause machen, wir brauchen mehr Boiler. Lass mich da rein. So, Temperatur ist 80. Bam. Bam. Du schnapp dir da Kohle, du schnapp dir da Kohle. Temperatur ist 90. 100. Temperatur ist 100. Trotzdem sind alle drei komplett ausgelastet. Wegen den ganzen Fabriken. Ich mache mal Rechtsklick auf den Strommast. Ja, die 12 Fabriken machen fast genauso viel Stromverbrauch wie unsere 7 Mining Drills. Das heißt, wir brauchen abermals mehr davon. Passt du da noch hin? Ne, Baum muss weg. Mast muss weg. So. Zisch, 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 zisch. Du weg. Du weg. Du da dran. Pol dahin, Pol dahin. Wie schaut's aus? Hitze ist noch bei 100. Boiler kommen hinterher. Der Stromverbrauch schwankt gerade ganz schön. Aber scheint durchgehend im grünen Bereich zu sein. Temperatur 60, Temperatur 37, was ist da los? Achso, das sind die Boiler, die das Frischwasser erheizen. Jetzt das frische Wasser kommt hier rein, hat eine Temperatur von 15 Grad. Dann wird es hier einmal erhitzt, hier nochmal erhitzt, hier nochmal erhitzt, hier nochmal erhitzt und hier ist es 100. Das heißt, der da läuft fast gar nicht. Ist okay, ist okay. Ja, also Stromversorgung ist wieder im Griff. Werden wir aber sporadisch immer wieder erhöhen müssen. Und ich denke mal, hier kommt später noch ein Knick rein. Oder noch besser, warte mal, wir machen einfach hier... Unterirdisches Ding. Da so hin. Müssen wir später gucken, wie es am besten in die Symmetrie reinpasst. Dass wir halt hier auch zwischendurch Durchgänge haben. Sonst ist unsere ganze Fabrik irgendwann in der Mitte geteilt durch Steam Engines und das wäre ein bisschen komisch. Aber gut. Also, nächste Folge. Das Ding hier weiter optimieren. Ich sehe nämlich gerade viel zu viele Kupferkabel. Und viel zu wenig Eisenplatten. Also werden wir... Du brauchst Eisenplatten, richtig? Teste mal ganz kurz. Hol die bitte von da hinten. Da kommt es nicht an. Ja, das werden wir lösen müssen. Also das System hier braucht mehr Eisenplatten, damit es mehr Kupferkabel verbrauchen kann. Das macht Sinn. Also ja, das System optimieren, das System hinten aufbauen und allgemeines optimieren. Also bis gleich.